Jo, moin und willkommen zum neuen Video. Ich habe hier die Makarov. Und zwar habe ich hier mir gedacht, eine andere Schraube reinzumachen im Magazin, weil mir das hier. Ja, ihr seht es, das gefällt mir irgendwie nicht, diese Verschraubung hier. Jetzt ist die Frage, ob überhaupt eine andere Schraube. Ja, von der Optik her auch besser aussieht. Auf jeden Fall, das hier stört mich jedes Mal, wenn der hier, weil die ewig nach da klappt. Wenn du das Magazin rausmachen willst, ist das hier ewig im Weg. So, jetzt haben wir hier natürlich, um die rauszukriegen, müssen wir hier natürlich die, ja, dieses Plastikding hier abmachen. Die ist hier federunterstützt. Aber hier sieht man es auch. Okay, da ist ein Dorn drin. Gucken, ob ich euch das zeigen kann. So. Hier sieht man es. Hier ist die Feder auf der Seite, die Seite nicht, also müssen wir den Stift, der hier ist, ja, nach da raustreiben, am besten nur bis nach da treiben. Nicht? Den Stift nur bis nach hier treiben, damit uns hier die Feder nicht rausspringt. Nehmen wir uns einen Dorn für und gucken, ob der passt. Oh, hier ist es so. Und schauen wir mal, ob wir das schon mit der Hand drücken können. Natürlich nicht. Jetzt einmal abrutscht und in den Finger rein. Ah, ich muss mal einen kleinen Hammer holen. So. Müssen wir natürlich darauf achten, dass wir nicht so doll hauen. Dass wir hier irgendwas abbrechen. Ich merke schon, der kommt hier. Man sieht's. Ich bin auch schon da durch. Gucken wir den jetzt mit der Hand. Vorsichtig, ja. So, nicht zu weit. So, gleich wieder reinstecken. Damit uns die Feder hier nicht ganz rausspringt. So, hier seht ihr den Dorn, die Feder. So können wir es wieder einfädeln, denn den Dorn lassen wir hier wieder drin. So, machen wir das schon mal raus. Jetzt können wir das ganze Ding hier theoretisch rausdrehen. Wenn wir rankommen, machen wir sie. So, hier ist eine Kreuzschraube, aber so wie ich das sehe, hat die eigentlich die überhaupt einen Zweck. Oder ist sie nur Zierde? Naja, auf jeden Fall so sieht die Schraube aus. Eine Stelle scharf. Das Loch. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich eine Schraube finde, die so ein Gewinde hat im Baumarkt. So ein grobes.
Hier ist die Kreuzschraube. Mal gucken, ob die irgendeinen Zweck hat und die rausdrehen kann. Keine Ahnung. Hier ist kein. Kriege ich aber jetzt mit der Hand nicht gedreht. Beziehungsweise festgehalten. Aber es sieht auch so aus, als wenn die überhaupt keinen. Als wenn die nur zur Zierde da drin ist. Dass das ein Stück ist hier. Schauen wir mal. Hier muss man aufpassen, dass man nicht am Gewinde festhält. Nee, komm, lass mal. Stört uns auch nicht. Weiter da mal das ganze Ding hier auswechseln. So. Okay. Ab zum Baumarkt. Gucken, ob wir hier eine passende Schraube für finden. Und dann geht's in Part 2 weiter. Jo, moin und herzlich willkommen zum zweiten Teil. Ja, im ersten Teil hatten wir ja hier aus dem Magazin die Knebelschraube hier ausgebaut. Ja, dann bin ich zum Baumarkt gefahren und wollte mir eine andere Schraube holen. Natürlich hatten die ja keine Mahnschrauben, die ich haben wollte. Darum habe ich mir im Internet welche bestellt. Ja, verschiedene Größen halt drin. So, da das hier eine M6 ist, gucken wir jetzt mal. Sollte das hier sein, ob die da reinpasst. Von der Größe her sieht das auf jeden Fall gut aus. Okay, weiter geht's nicht mit der Hand im Bus. Okay, die lässt sich nicht weiter drehen. Geht hier nur bis sie bündig ist. Warum? Das ist das, was ich wahrscheinlich schon befürchtet hatte. Dass die Gewinde nicht gleich sind. Was ist das zum Kotzen, ey. Diese scheiß Asiaten-Produkte. Wobei das hier auch aus Made in China kommt. Ah, Mann, ey, ist das hier ein anderes Gewinde drauf oder wie? Ist doch nervig, ey. Es wäre auch zu schön, wenn das jetzt geklappt hätte. Die Zähne denn übereinander? Nee. Ja, die ersten. 1. Beim dritten Zahn, also beim dritten Gewindegang. Ist schon der Unterschied. Ich versuche euch das mal zu zeigen. Scheiße. Wäre zu schön gewesen, nicht? So, nur stell mal scharf, du Scheißkamera. Alter, das nervt so ab, ey, dass die nicht scharf stellt. Das seht ihr auch nicht. Ich weiß nicht, habe ich die richtig übereinander jetzt? So, die ersten Gewindegang ja, und beim dritten oder beim zweiten, dann ist er mittig. Ja,
Das ist natürlich jetzt scheiße. Was kann man da jetzt machen hier? Also das hier ist ein gröberes Gewinde. Die Abstände hier sind höher als die von der Mahnschraube. Wäre ja zu schön, wenn das jetzt geklappt hätte. Bringt auch nichts, wenn ich die da mit Gewalt versuche reinzudrehen, dann mache ich das Gewinde kaputt. Weil die Mahnschrauben hier, die haben auch so eine schöne Mulde hier. Also keinen Kegelkopf, sondern eher ein Loch. Da würde dann die Kapsel, die 12 Gramm Kapsel mit der Mulde zumindest ein bisschen drin sitzen, weil ja hier diese Auflage fehlt. Aber es würde trotzdem gehen. Das nervt ein bisschen. Das ist schön gewesen. Auf jeden Fall ist das eine M6. Ja. M6 Schraube. Nur halt das Gewinde ist falsch. Lässt sich ein Stück reindrehen. So weit. Und dann, ja, sozusagen beim zweiten oder dritten Gewindegang blockiert sie sofort. Ich kann auch nicht mit Gewalt hier. Scheiße. Oh, ist das zum Kotzen, ey. Hat da irgendeiner eine Ahnung von euch, was das hier für ein Gewinde ist? Sonst kaufe ich mir eine Schraube, eine Quatsch, eine Stange, eine Stahlstange. Und dann schneide ich mir selbst ein Gewinde. Dafür muss ich aber wissen, was das hier für ein Gewinde ist. Ach, scheiße. So viel zu dazu. Okay. Wäre zu schön gewesen. Jetzt müssen wir hier. Wapsa. Hier ist reindrehen. Ne, Quatsch. Richtig rum sollte man das schon reindrehen. So. Ach, das nervt, das nervt. Muss ich weitersuchen. Bestellt hatte ich das hier bei Amazon. So, jetzt müssen wir hier wieder aufpassen, dass wir den nicht so weit rausziehen. Kriege ich den nicht raus mit der Hand. So. Rein da mit dir. Ein Stückchen noch. Ach, komm. Rote Farbe. Okay. Das funktioniert wieder. Gut, ich bedanke mich trotzdem fürs Zuschauen. Vielleicht hat es euch ja gefallen. Vielleicht gibt es ja hier nochmal irgendwann eine Fortführung, wenn ich, ja, keine Ahnung, ich muss halt ein anderes Gewinde haben, finden sollte sowas.
Haut rein, Leute, ne? Ihr kennt das ja. Haltet die Ohren steif. Bis zum nächsten Video.